Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobelt auf der Dachterrasse von Sabine Reber und jetzt werden die Tomaten gegossen. Sabine, wie viel Mal pro Tag gießt du die Tomaten auf deine Terrasse? Jetzt im Sommer schon zweimal am Tag. Die sind ja in recht kleinen Töpfen, da muss man wirklich viel Wasser geben. Also viel und oft. Jetzt sieht man ja manchmal auf diese Lösung, dass so umgekehrte Flaschen da reingesteckt werden. Was ist das Ziel davon und was hast du damit für Erfahrungen gemacht? Ja, das ist eine gute Sache, aber es braucht dann viel Geduld, bis das reinläuft. Das ist eigentlich, damit das Wasser nicht nebenher runterläuft. Aber ja, ich habe oft nicht so viel Zeit und ich gehe dann kurz hier rauf und kippe einfach literweise Wasser drauf und wenn das verdunstet, ist auch ganz gut, weil die Luft dann feuchter wird. Also hier wird eigentlich die Terrasse wird dann praktisch geflutet und dann wächst das auch ganz gut. Also, aber wenn man die Geduld hat und alles sehr ordentlich macht, kann man schon diese Flaschen auch reinstecken. Also so geht's auch. Ja, hier ist einfach, wenn es heiß ist, möglichst viel Wasser drauf. Macht auch nichts, wenn das auf die Blätter geht. Manche Leute sagen, das wird dann verbrennen oder so, aber das verdunstet viel schneller, als dass da irgendwas passieren kann. Also Hauptsache viel Wasser drauf. Genau, ist nicht so eine komplizierte Sache, das Gießen der Tomaten. Die Menge. Richtig genug. Ja, ja. Herzlichen Dank, Sabine Reber.